Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Ja, wir haben Tali wieder zurück an Bord. Was mich wahnsinnig freut, weil mit Tali macht das gleich viel mehr Spaß. So, nichtsdestotrotz, unser Team ist nicht vollständig und wir haben auch noch einige Problemchen von Crewmitgliedern aus der Welt zu schaffen. Das heißt, keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke, Kelly. Das heißt, wir müssen weiter an der Verstärkung unseres Teams arbeiten, bevor wir uns auf den Weg zur Reaper FFS machen. So, wenn wir hier hinten sind, das Projekt Overlord, lassen wir mal Projekt Overlord sein. Aber wir können eigentlich, ach, das ist ja... Dann fliegen wir hier rüber. Das sind ja dann Riesensprünge. Das ist eigentlich relativ kurz. Wir könnten nach Ilium Justicarin rekrutieren, den Attentäter rekrutieren, Mirinda helfen und Liara. Dann sehen wir auch Liara mal wieder. Das machen wir. Die Heimatwelt der Asari. Dann schauen wir uns mal an, wie denn die alten Quallenköpfe so leben. Naja, Tentakelköpfe. Tentakelköpfe war es, nicht Quallenköpfe. Nehmen wir natürlich Tali mit. Ich würde ja gerne Garrus auch mitnehmen. Aber da nehmen wir Miranda mit. Weil wegen ihrer Mission und so. So, mit zwei Punkten kann ich nichts anfangen. Tali muss sowieso erstmal durchleveln. Und Miranda kann mit den zwei Punkten auch nichts anfangen, ja. Das ist mal das Skyline, hör mir auf. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Das ist aber nett von euch. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Oh. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Okay, wo ist das? Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Ich freue mich auch auf Sie. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Da bin ich dann aber auch sehr gespannt. Unsere Einkauftour. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-Systemen sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt.
Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Warum? Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Bitte, wie bitte? Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Das ist, Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Ja, super. Okay, gut, danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Wir werden sehen. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Weiß ich nicht, mit dir habe ich gerade gesprochen. Du warst es, okay. Danke. Nein, danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Eine Handelsgruppe der Batterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Raum zu verklagen. Die Batterianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Kastenwesens ist und die Beschränkung des Sklavenhandels ihre kulturellen Grundrechte verletzt. Der Zwangsarbeitsmarkt fiel um 3 Punkte. Seine Vertreter gaben der ungewollten Kontroverse die Schuld daran. Also hier geht's ja wirklich zu wie auf das Citadel. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Na ja, gut, sie haben ja auch lange Zeit, sich Ideen zu überlegen. Nein, Verzeihung, aber ich telefoniere. Ja, tu das doch weiter. Bei 25 verkaufen! Nein, nein, Sie hören mir nicht zu, ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon, gib mir was. Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Und sie tun alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Okay. Entschuldigung? Ja? Entschuldigung, sind Sie Commander Shepard? Ja, bin ich. Sie sind doch Commander Shepard. Ja, ja, bin ich. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Wie? Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Eine Freundin auf Noveria? Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der Ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen.
Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Die Rachni, wie schön. Danke für die nette Nachricht. Wie haben Sie von einer anderen Asari-Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. Zum Sterben zurückgelassen. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Was wurde aus den Piraten, die sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv. Aber sie tun, was sie tun müssen. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Naja, und sie hat mir ihre Hilfe angeboten, wenn wir sie dann brauchen. Die soll anständig bleiben und danke für die Nachricht. Ich sage einfach nur danke. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Das ist irgendwo aber auch schade. So. Heilige Scheiße. Shepard? Ich dachte, sie wären tot. Die gute Parasite. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Hätte nicht Was gedacht, dass ich sie wiedersehe. Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Sie haben mich bei meinen Ermittlungen gegen Administrator Anolais wegen Korruption hintergangen.
Ja, sorry dafür. Aus heutiger Sicht hätte ich das damals besser hinkriegen können. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Sie haben die Galaxie vor Saren und einem Haufen Geth gerettet. Ich würde sagen, wir sind quitt. Wie auch immer. Letztlich habe ich Annalais doch noch dran gekriegt, weil er mit einer Steuerfahnderin der Asari geschlafen hat. Es ist also gut ausgegangen. Setzen Sie sich und spendieren Sie mir ein Bier. Mach ich. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und ja, vergessen tun wir. Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Okay. Shepard, musste weg. Ziel hat mich gesehen. Dürfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Komm, diesmal helfen wir ihr. Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Natürlich. Ich kann Sie beraten und herausfinden, welche Optionen für Sie geeignet sind. Okay. Das könnte nützlich sein. Kaufen wir erstmal das hier. So, damit hätten wir das Zeugs erstmal leer gekauft. So, warum kann ich nicht mit dir reden? Da tut sich nichts. Das ist uncool. Die Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. So. Ich werde dieses Arschloch verhaften lassen. Welches Arschloch denn? Passen Sie bloß auf, wenn Sie da reingehen. Ein Mensch macht Ärger. Er verlangt, dass ich ihm den Laden überschreibe. Was? Ich werde vorsichtig sein. Sie können ihn auch töten. Ganz legal, meine ich, in Notwehr. Ich stelle mich als Zeugin zur Verfügung. Und für alle Fälle installiere ich gerade Überwachungskameras. Wenn er oder sonst jemand Ärger macht, lasse ich ihre Ärsche einbuchten. Da drin macht ein Mensch Ärger? Da drin, okay. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Ende der Diskussion. Sie lassen mich Konrad hängen. Ich bin ein Mann am Rande des Abgrunds. Ich habe nichts zu verlieren. Aha. Ich tue alles, um meinen Job zu erledigen. Ich schrecke vor nichts zurück und habe keine Zweifel. Aha. Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Ich habe gelernt, wie man Leuten eine Knarre vor die Fresse hält. Und zwar von Commander Shepard. Hey, okay. Falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch mit einer Singularität versohle. Shepard? Sind Sie es wirklich? Nein, ich bin's, so. Conrad Ferner. Ja, was machst du in der Ausrüstung? Ja, ja, ich weiß. Werden. Oh, und dann haben Sie mir eine Waffe unter die Nase gehalten. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Ich schlage vor, Sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Was musst du? Konrad. Konrad, warum eifern Sie mir nach? Was? Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Ich bin kein Spectre, der für den Rat arbeitet. Ich bin ein einsamer Wolf. Gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Keine Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Conrad, okay. Haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit.
natürlich nicht. Sie waren sehr unfreundlich, aber sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Und dann sind sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Ach, Konrad. Wie kommst du an eine N7-Panzerung? Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Die komplette Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Um dich loszuwerden, du Depp. Jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Ich rede mit den Leuten und frage sie, ob sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Ach, Mann. Jedes anständige Sicherheitssystem erkennt, dass Sie nicht beim Militär sind. Und in meiner Truppe schon gar nicht. Ich sage einfach, dass ich total undercover arbeite und deswegen nicht von den Systemen erkannt werde. Ich tue eben, was ich kann, okay? Sie waren ein Held. Sie haben die Galaxie gerettet und allen gezeigt, wozu Menschen in der Lage sind. Konrad, was du da treibst, ist Selbstmord. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ja. Ich musste etwas unternehmen. Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Was? Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was hier vor sich geht. Danke. Wenn ich nervige Gäste umlege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Konrad, was hast du da angestellt? Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Und viel Glück beim Gespräch mit der Waffenhändlerin. Nicht vergessen, sie ist in dem Laden beim Carport. Du verdienst. Galalalemar, Transportrouten in die Terminus-Systeme. Keine Sorge, unser Kontakt ist ein ehrbarer Batterianer namens Anton. Er ist einer von Arya Talokes Handlangern. Aber wir schmieren ihn ordentlich und er wird für eine sichere Reise durch das System sorgen. Solange Arya von all dem nichts mitkriegt, kann uns nichts passieren. Beste Grüße, Valeria. Aha. Ich glaube, Arya sollte das interessieren. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Oh, das ist wirklich nett, aber mir geht's gut. So eine kleine... Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Aha, wer ist Niket? Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein, ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist okay. Ihre Schwester Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird?
Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Na ja, gut, dann hat das jetzt, glaube ich, Vorrang. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das jetzt hier wird. Wir sind in dem Team unterwegs und in dem Team machen wir das auch. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Ja gut, wir haben doch mit Eclipse gerechnet, oder täuscht mich da was? Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Hey, die Bilderbuchlandung. Hast du? Da sie noch nicht schießen, wissen sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft sie nicht. Sie sollten ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, sie haben alles im Griff, was? Captain Indiana ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird ihnen nicht helfen. Was soll das heißen, Niket wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Mhm. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt. Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag. Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden sie haben, weiß ich nicht. Aber sie werden nicht damit durchkommen. Okay, mal ein bisschen mehr Erfahrung. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn sie es drauf anlegen, geht das hier böse für sie aus. Captain Enyala hat befohlen, ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's echt hässlich. Einverstanden. Los geht's! Hey, das ist nicht passiert! Das hat gesessen! Alles Feuer, Feinde ohne Schild! Auf die Optiken, Shatika! Auf die Optiken! Als nächstes bist du dran! Das war der falsche Knopf.
Aua. Jetzt machen wir euch fertig. So. Fertig. Nachladen. So, gut. Da werden wohl noch mit Sicherheit ein paar mehr rumlümmeln. Ja, ja. Geh doch mal runter. Geh mal wieder dahinter. Das Team 4 ist nicht mehr hier. Moment, ich habe eines ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Gib Shepard, das lieber Tali. Ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Ja? Oriana ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass wir ein Kind retten? Sie ist kein Kind mehr. Sie wird dieses Jahr 19. Aber ich habe es wohl nicht für wichtig gehalten. Manche würden sie gegen mich verwenden. Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um Oriana geht. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht früher vertraut habe. Sie hätten es verdient gehabt. Ja, es ist vor allem ist es durchaus sinnvoll, immer alle Karten auf den Tisch zu legen, wenn man schon mit jemandem in die Schlacht zieht. Also. Ich verstehe ja, dass Sie Ihren eigenen Weg gehen wollten, aber Sie haben ein kleines Kind seinem Vater gestohlen. Würden Sie meinen Vater kennen, wäre Ihnen alles klar. Ich war nicht der erste Versuch, nur die erste, die er behalten hat. Ich wurde ohne Freunde großgezogen, musste absurde Anforderungen erfüllen. Ich weiß gar nicht, was ich war. Oriana hat bisher ein normales Leben geführt. Meine Entscheidung war richtig. Ja, gut. Dann müssen wir wohl zu deiner Schwester. Wenn Eclipse weiß, wo Oriana ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Nikette rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Oriana zu kommen. Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern. Das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Klingt schwierig. Was ist mit Nikette? Hoffentlich ist Ihr Freund vertrauenswürdig. Absolut. Nikette ist einer meiner ältesten Freunde. Man könnte sogar sagen, er war mein einziger echter Freund. Er ist der einzige, zu dem ich nicht den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich meinen Vater verlassen hatte. Es ist von dem, was der Söldner gesagt hat, hatten die aber sehr, sehr detaillierte Informationen. Könnte es sein, dass Ihr Vater Nikette benutzt, um an Sie ranzukommen? Er hat es mit Sicherheit versucht. Aber Nikette ist einer der wenigen, die wissen, wie mein Vater wirklich ist. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, als ich vor meinem Vater geflohen bin, Shepard. Er wird mich jetzt nicht hintergehen. Wir werden sehen. Suchen wir Nikette und Oriana. Also los. Gut. Das heißt, es geht jetzt hier durch die Frachtverladestation. Mit viel beweglichen Zielen. Und das wird es dann beim nächsten Mal tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie es weitergeht, ob wir die Schwester von Miranda und damit ihr Problem lösen können oder nicht, erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis dahin und tschüss.